Die Automanufaktur Wiessmann in Dülmen 2012. 2013 dann die Insolvenz. Seitdem steht das futuristische Gebäude in Form eines Geckos leer. Denn bis jetzt konnte Insolvenzverwalter Dr. Norbert Küpper keinen passenden Bewerber für die Übernahme der Manufaktur gewinnen. Dann die überraschende Wende in den letzten Tagen. Rohin Berry aus Großbritannien zeigte sich interessiert. Er ist Inhaber des Softwareunternehmens Contech Global in London. Er will die Automanufaktur kaufen und die Automobilfertigung in Dülmen wieder anlaufen lassen. Rohin Berry ist ein Unternehmer aus Großbritannien, der bereits mehrere internationale Unternehmen führt und ein absoluter Autofan. Also der hat sich vor ein paar Jahren, fährt auch selber Wiessmann Roadster zusammen mit seinem Bruder, da mehrere Wiessmann Fahrzeuge, und er hat sich vor ein paar Jahren einfach unsterblich in diese Marke verliebt und seit über 3 Jahren führt er Verhandlungen auch mit dem Insolvenzverwalter und hat dann vor einigen Monaten die Entscheidung getroffen, ich kaufe das Unternehmen, ich will wieder Autos bauen, made in Germany und vor allen Dingen made in Dülmen. Spannend wurde es in den letzten Tagen, denn ein Mitbewerber aus China zeigte plötzlich auch Interesse. Er lockte mit einem höheren Angebot. Eine schwere Entscheidung für die Gläubiger. Auf der Gläubigerversammlung beim Amtsgericht Münster fiel die Entscheidung. Die Gläubiger stimmten dem Kaufantrag zugunsten von Rohin Berry mit 5,77 Millionen Euro zu. Also die Gläubigerversammlung hat den Kauf des Unternehmens Wiessmann zu über 99% aller Stimmanteile positiv bestätigt. Es gab einen Widerspruch dagegen und über diesen Widerspruch muss das Gericht nun in den nächsten Tagen entscheiden. Bei dem anschließenden Pressetermin erläuterte Rohin Berry und die neue Geschäftsführerin Anita Tatalovic die nächsten Schritte. Sie wollen versuchen, ehemalige Mitarbeiter wieder für eine Tätigkeit in der Automanufaktur zu gewinnen. Ja, das wäre natürlich unser großes Ziel, wobei jetzt über 2 Jahre nach der Insolvenz sind der überwiegende Teil der hochqualifizierten Mitarbeiter natürlich längst in Lohn und Brot. Da wird man in den nächsten Wochen verhandeln müssen. Natürlich ist das absolut wünschenswert, auch große Teile des alten Teams wieder zusammenzubekommen. Nach dem Auslaufen der Produktion hofft der Investor gegen Ende 2016 wieder Wiessmann Roadster mit einem neuen schadstoffarmen Motor ausliefern zu können. 250 bis 300 Fahrzeuge sollen jährlich weltweit neue Käufer finden.